Die neuen Busfahrpläne starten am Montag, den 4. September 2023. Die Kritik daran reißt noch immer nicht ab. Deshalb machen ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagatz und Verkehrssprecher Hans Unger auf die etlichen Beschwerden aufmerksam. Der Weg in die Arbeit wird künftig für viele Tagespendler noch mühsamer. Trotz dieser Verschlechterung hat die SPÖ-Alleinregierung über die Köpfe der Betroffenen hinweg entschieden, kritisiert Sagatz und spricht daher von einer Pendlerschikane. Die Fahrplanänderung brennt vielen Menschen unter den Fingernägeln. Die Betroffenen sind verunsichert, wütend und haben kein Verständnis dafür, dass gut funktionierende Strukturen wieder einmal zerschlagen werden, sagt ÖVP-Verkehrssprecher Hans Unger. Zur Pressekonferenz danke für euer Interesse, gemeinsam mit dem Verkehrssprecher der Volkspartei Hans Unger, unserem Landtagskollegen, möchte ich heute auf ein Thema hinweisen, das nicht brandaktueller sein könnte. Wir stehen nicht nur durch Zufall hier an einer Bushaltestelle, es ist für uns ein wichtiges Signal, heute nah bei jenen zu sein, auf die mit dem heutigen Tag eine große Verschlechterung zukommt, nämlich auf die Pendlerinnen und Pendler dieses Landes. Diese Fahrplanänderung mit dem heutigen Tag ist ein Sinnbild dafür, dass die SPÖ-Alleinregierung über alles drüber fährt. Kritik, andere Meinungen, andere Ideen gelten wenig, sollen im Keim erstickt werden. Und genauso ist es bei jenen Menschen, die sich gerade völlig vor den Kopf gestoßen fühlen, weil gut funktionierende Fahrpläne mit einem Gewaltakt umgestoßen werden und neue Systeme implementiert werden, ohne mit den Betroffenen, ohne auf die Pendlerinnen und Pendler eingegangen zu sein. Die besten Werbekampagnen, die schönsten Sprüche und die Hochglanzbroschüren wirken wenig, wenn die Menschen das Gefühl haben, über ihre Interessen wird drüber gefahren. Und einmal mehr merkt man, dass das bei der Fahrplanveränderung zu deutlichen Verschlechterungen führt. Was das im Detail bedeutet und welche konkreten Beispiele wir meinen, das wird mein Kollege Hans Unger ausführen. Ich möchte ganz allgemein bleiben und vor allem jenen sagen, die sich ungerecht behandelt fühlen, die Volkspartei steht an ihrer Seite. Wir haben eine Unterschriftenaktion gestartet. Wir möchten unter einer Online-Petition, unter der Volkspartei-Homepage, Stichwort Pendlerschikane, Menschen auffordern, sich gegen diese Fahrplanänderung auszusprechen und hier deutlich Protest zu erheben. Wir machen einen Online-Auftritt auf unserer Webseite, wo die Möglichkeit besteht, sich einzutragen, um deutlich auch Nein zur Pendlerschikane zu sagen. Jede Stimme, jeder Unterstützer macht Druck, um gemeinsam bei der SPÖ-Alleinregierung dafür zu sorgen, dass es zu keinen weiteren Verschlechterungen kommt, sondern zu wirklichen Verbesserungen. Das jetzige Modell kann nur der halbe Weg sein. Es gibt viele unterschiedliche Varianten im Regionalverkehr, im öffentlichen Verkehr für Verbesserungen zu sorgen. Eine Variante hat die Burgenländische Volkspartei bei der letzten Landtagswahl sehr deutlich gemacht. Wir wollten ein Kleinbussystem und keine Situation wie jetzt, dass man am Ende des Tages abhängig ist von Pendel- und Zustelldiensten. Wir wollten ein ehrliches und ein deutliches verbessertes Angebot für Pendlerinnen und Pendler. Was heute passiert, ist Schikane. Und genau deshalb wollen wir hier für einen Richtungswechsel im öffentlichen Verkehr sorgen und ergreifen einmal mehr die Möglichkeit des öffentlichen Protests. Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Unterschrift, mit Ihrer Eintragung auf unserer Website. Sie ist ein Beitrag, um Druck auf die SPÖ-Landesregierung zu machen. Ich darf an dieser Stelle bitten, meinen Kollegen Hans Unger aus Oberschützen ganz konkret zu beschreiben, welche Verschlechterungen wir hier meinen. Bitte, Hans. Ja, vielen Dank, lieber Christian. Ja, die Fahrplanänderung brennt wirklich vielen Menschen unter den Fingern. Ich habe in den vergangenen Tagen und auch Wochen viele Gespräche geführt, nicht nur in meiner Heimatgemeinde, sondern auch darüber hinaus. Und da ist mir aufgefallen, dass die Verunsicherung, das Unverständnis und auch die Wut wirklich sehr groß ist. Verunsicherung deshalb, weil viele nicht wissen, wie sie zukünftig den Weg in die Arbeit bestreiten sollen. Unverständnis darüber, dass es zu zahlreichen Verschlechterungen kommt. Hier werden gut funktionierende, seit Jahrzehnten gewachsene Strukturen zerschlagen. Und die Wut ist darüber
weil halt wieder über die Köpfe der Leute hinweg entschieden wird. Aus unserer Sicht ist diese Kritik zutiefst verständlich, denn schon jetzt müssen viele Tagespendler in frühen Morgenstunden aufstehen, um rechtzeitig nach Wien zu kommen. So müssen Pendler aus Güssing bereits um 4.20 Uhr aktuell in den Bus einsteigen, damit sie um 6.30 Uhr in Wien am Karlsplatz ankommen. Aber künftig müssen diese bereits um 3.54 Uhr im Bus sitzen, um zur gleichen Zeit in Wien anzukommen. Und diese Menschen, ist ja eine einfache Rechnung, verlieren eine Stunde pro Tag. Und ich glaube, das ist wirklich nur sehr, sehr schwer zu akzeptieren. Ein zweites Beispiel darf ich anführen. Künftig gibt es auch keine Direktverbindung mehr von Oberschützen oder von Bad Tatzmannsdorf nach Wien. Bisher ist man in Oberschützen oder in Bad Tatzmannsdorf eingestiegen in den Bus und ist direkt nach Wien gefahren, ohne umzusteigen. Und das geht jetzt nicht mehr. Und das trifft nicht nur die Berufspendler, sondern auch vor allem die Studenten der Kunstuniversität Graz, die nach Wien auch pendeln müssen, aber auch sehr, sehr viele Kurgäste, die nach Bad Tatzmannsdorf gefahren sind, ohne umzusteigen und eben dort die Kur angetreten haben. Und wenn man bisher gewohnt war, ohne umzusteigen, von Wien zu kommen und jetzt mit erheblichen Wartezeiten noch umsteigen muss, dann ist das wirklich nicht akzeptabel. Gerade auf der wichtigen Frühverbindung kommt es zu dieser Wartezeit von bis zu 50 Minuten. Abgesehen davon, wenn man warten muss, braucht man natürlich auch eine Haltestelle und einen guten Unterstand, und das ist halt bei vielen Bushaltestellen auch nicht gegeben. Die Fahrt zum Karlsplatz in Wien dauert in der Früh 2 Stunden 30 Minuten statt wie bisher 1 Stunde und 36 Minuten. Und diese Menschen, die das nutzen, verlieren somit fast 2 Stunden pro Tag. Und ich glaube, das ist wirklich ein Beispiel, dass es hier keine Verbesserung gibt. Es ist zwar wichtig und auch richtig, dass die Taktung der Verbindung von Wien ins Südburgenland erhöht wird, aber der Preis ist wirklich ein sehr hoher, dass man sehr viel Zeit verliert. Und es ist absolut falsch, über die Köpfe jener zu entscheiden, die bisher öffentlich gefahren sind und nun deutlich an Lebensqualität verlieren. Und wir werden gemeinsam mit den Menschen dafür kämpfen, dass diese Verschlechterung schnellstmöglich bestätigt und hintangestellt wird, beseitigt wird. Und wir sagen deshalb ganz klar Nein zur angekündigten Verschlechterung der Fahrpläne. Wir sagen Nein zu dieser Pendlerschikane. Aber abschließend möchte ich auch eine einfache Lösung präsentieren. Ich glaube, das Wichtigste ist es, die bewährte Fahrlinie, wie bis jetzt die G1 gefahren ist, beizubehalten und wo es notwendig ist, auch die Frequenz zu erhöhen und auch neue Zubringer zu schaffen. Dankeschön. Vielleicht noch ein Gedanke zur G1-Linie. Über Jahre hinweg war das jetzt ein Paradebeispiel dafür, zumindest seitens der SPÖ-Alleinregierung, dass man viel und das Richtige im Verkehrsbereich tut. Warum man plötzlich jetzt selbst bestätigt, dass das nicht das Allerbeste war, was man erfinden konnte, und warum es jetzt absolut notwendig ist, sofort sämtliche Taktungen zu ändern, beweist einmal mehr, dass man im Vorfeld scheinbar die Unwahrheit gesagt hat. Weil wenn das schon die beste Lösung gewesen wäre, was ich jetzt über Jahre gehört habe, warum muss man jetzt so einen radikalen Schritt setzen und das alles wieder über den Haufen werfen? Wir sehen hier ein durchgehendes Prinzip. Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil fährt über alle drüber, die anderer Meinung sind, zerschlägt funktionierende Strukturen und kündigt einmal mehr groß an, was sich unter der Unterschrift dann leider als Flop beweist. Wir können alle nur einladen, sich zur Wehr zu setzen und auf unserer Homepage zu unterschreiben. Jede Unterschrift, jede Eintragung bedeutet einen größeren Druck auf die SPÖ-Alleinregierung. Neue Busverordnung kommt, neue Taxi kommt. Wie sehen Sie das und welche Vorschläge haben Sie? Die Fahrplanänderungen, die jetzt in Kraft getreten sind, sind eine reine Schikane für die Pendlerinnen und Pendler unseres Landes. Die vollmundig angekündigten Versprechen werden nicht eingehalten. Es kommt zu klaren Verschlechterungen für viele Pendlerinnen und Pendler, die täglich vor allem nach Wien fahren müssen. Hier muss man mit längeren Fahrzeiten nun rechnen. Genau dem wollen wir entgegenwirken. Wer dagegen Protest ergreifen will, soll sich bitte auf der ÖVP-Homepage anmelden und eine Unterschrift hinterlassen. Damit können wir Druck machen auf die SPÖ-Alleinregierung. Welchen Vorschlag hätten Sie? Dass wir umsetzen ein System,
das vor allem auch die Privaten einbindet. Wir sind dagegen, dass alles verstaatlicht wird. Insbesondere der öffentliche Verkehr sollte auch von privaten Unternehmen, die ja Arbeitsplätze sichern. Am Ende des Tages sind es diejenigen, die hier die Verantwortung tragen, und die privaten Unternehmen sollten das weiterhin tun. Das Land sollte mehr Mittel zur Verfügung stellen, aber nicht als Konkurrenz für die privaten Unternehmen auftreten. Die neue Plan, Verkehrsplan, was er kommt, bringt da große Probleme, was Ihre Gemeinde angeht. Es gibt keine mehr direkte Verbindungen. Wie sehen Sie das? Ja, das ist natürlich ein großer Nachteil für alle Berufspendler, vor allem auch für die Kunstuniversität in Oberschützen. Die pendeln viele auch nach Wien, Studenten vor allem. Und die müssen hier mit ihren Instrumenten in Oberschützen steigen sie ein, im Pinkerfeld umsteigen. Und dementsprechend ist es natürlich absolut eine Verschlechterung für alle, die hier betroffen sind. Betrifft das auch, wenn ich sehe, die Therme zum Beispiel in Bad Arzmannsdorf? Ja, auch die Tourismusgemeinde, die größte Tourismusgemeinde des Burgenlands, ist hier auch betroffen von dieser Situation. Hier sind viele Urlaubsgäste, aber auch Kurgäste direkt von Wien eingestiegen in den Bus und in Bad Arzmannsdorf ausgestiegen. Und das ist jetzt nur mehr mit Umsteigen möglich. Und das ist auch eine absolute Verschlechterung. Und hier gehört wieder diese alte Linie aufgenommen, damit man zur gewohnten Struktur zurückkehrt. Das heißt, wenn ich jetzt wohne in Oberschützen und will nach Wien fahren, ich muss entweder der Sammeltaxi rufen oder mit die eigene Pkw fahren. Sehe ich das richtig? Ganz genau so ist es. Also die Möglichkeit des Bast-Sammeltaxis wurde ins Leben gerufen, oder mit dem eigenen Pkw oder auch mit einer Buslinie von Oberschützen nach Pinkerfeld. Dort warten bis zu 50 Minuten, umsteigen, dann in die Linie, die dann die Pendlerinnen und Pendler nach Wien bringt. Das heißt, auf Deutsch gesagt, fast über Stunde Verlust von der Zeit in eine Richtung. Ja, also da redet man wirklich von fast über einer Stunde Zeitverlust, die jetzt aktuell auf die Betroffenen zukommt. Und das ist eine Verschlechterung, das können wir so auch nicht akzeptieren.